Hallo Leute, ja, wir sind hier in Friedrichsdorf, haben letztes Mal mit der Kutsche gearbeitet, die jetzt ganz viel Personal zum Hafen bringt und die Schiffe fahren ja hier los. Da waren ja sechs, glaube ich, beim letzten Mal drin. Na, genau so ist es. Fünf war an der Zahl, hatten wir, glaube ich, gezählt und dann müssen wir weiter gucken, wie wir hier weitere Bushaltestellen noch bedienen. Ne? Also die 110, die werden ja dann irgendwann weg sein. Wendenrathaus ist auf der anderen Seite, Willensdorf, Burg ist auf irgendeiner anderen Seite, aber ob die hier rüberfahren, ist jetzt die nächste Frage, weiß ich nicht. Weil Willensdorf war doch da am Rand, ne? Hier irgendwo, oder? Ja. Schauen wir mal, wissen wir noch nicht. Ich würde sagen, ihr guckt das Logo euch an und dann gehen wir auf den Großbildschirm, ne? So, okay. Ja, ich denke mal, wir gehen wieder in die Liste der Haltestellen und schauen da nochmal rein. Weil ich glaube, mit den Dingens. Sag schon, mit Stadtwachstum waren wir einmal durch. Das können wir erstmal wieder ein bisschen abwarten. Und tatsächlich sind hier in Friedrichsdorf die 110 mit am meisten gewesen. Dann schauen wir mal nach Gütersloh. Da sind auch noch einige am Stehen. Aber hier fahren ja auch Züge. Oh, ich mache wieder WASD. Das ist falsch in dem Spiel, ne? Schnell mal auf Lupe gehen, sonst haben wir da nachher noch ein Problem. Er kommt da jetzt an, ne? Hat 14 Passagiere und der fahren wie viel mit? Ja, ich glaube, weiß jetzt nicht, ob der von Zweibrücken kommt oder von Bad Zwischenahn, ne? Sehen wir aber gleich. Ah, hier steht es ja auch, ne? Bad Zwischenahn. Ach, der fährt jetzt nach Lüneburg weiter. Mit 44 Passagieren, das ist doch schon mal eine Hausnummer, das ist schon mal gut. Dann sind auch nur noch 77 hier am Stehen, das geht auch. Können wir mit leben, denke ich. Wann kommt der nächste Zug hier angefahren? Hier unten ist, glaube ich. Achso, der fährt ja jetzt die Tangente da. Ah, hier kommt schon der nächste. Was bringt der uns? 62 mit. Ja, die werden alle hier aussteigen, das ist Fakt. Und die werden dann hier einige einsteigen. Die nicht. Die nicht. Bayreuth auch nicht. 3, 6. 6 steigen nur ein. Das kann das sein? Wir werden es gleich sehen. Steigen erstmal ganz viele aus. Und 6 steigen nur ein, tatsächlich. Okay, die anderen fahren anders. Dadurch sind es wieder mehr geworden, ne? Ist klar. Wann kommt der denn hier vom Süden? Ist er da? Stopp, knapp vorbei, ne? Da ist er auch voll mit 62. Ja, okay, wenn der voll mit 62 ist, macht das nochmal zu hier. Fährt da ein zweiter Zug? Aber ich glaube, da fährt auch ein zweiter Zug, ne? Oder fährt da nur einer? Ne, da ist der zweite. Der hat 20 hier unten noch. Zum letzten Bahnhof wohlgemerkt, ne? Okay, dann lass uns doch mal schnell schauen. Wie viel warten denn hier? 32. Ah, da sind einige, die auch nach oben fahren. Königsbrunn, Lüneburg, Neubrandenburg. Die fahren, glaube ich, alle hoch. Wie viel sind drinne? 32. Okay, wenn er jetzt hier zur Burg fährt, wie viel hat er da? Oh, da sind auf jeden Fall noch ein paar mehr. 32 geht noch mal so viel rein, ne? Wer ist denn nicht da hoch? Die sind alle da hoch, das heißt, der Zug wird gleich voll sein, oder? Und wie viele stehen hier am Bahnhof? 58. Kann es sein, dass hier uns schon der erste Zug fehlt? Oder der dritte ist es in dem Sinne? Die fahren hoch, will ich. Könnte hier links rüber fahren. Achim fährt hoch, Bad Mergentheim fährt hoch, Bad Zwillingen. Ja, die fahren alle hoch. Ich glaube, da bleiben nachher welche stehen. Ich glaube, da müssen wir hier auf diese Linie noch einen Zug bringen. Kann das sein? Der hat jetzt gleich hier voll geladen und dann stehen da immer noch welche, oder? Kann das sein? Wir werden es gleich wissen. So, da stehen jetzt noch 12 Passagiere. Bünde, Jena. Jena wären die eine Person und hier die zwei nach Bad Mergentheim sind auch nicht mitgekommen. Und Ettlingen ist über hier Wasserverbindung, zwei Brücken. Nach Bayreuth. Okay, aber drei stehen hier trotzdem noch. Und das wird hier gleich nicht besser werden bei zwei Brücken. Das heißt, ich setze mal da noch einen dritten Zug drauf.
Wie hieß die Linie noch? Gütersloh, Zweibrücken, Burghafen, okay. Ab zum Depot hier. Lok, die und die drei dahinter. Fahrplan auswählen. Gütersloh. Neubrandenburg-Köln. Nein, das Burghafen. Das passt. Und der fährt jetzt da runter. Ja. Wie weit ist der andere? Der andere ist da noch. Ein klein bisschen vielleicht noch warten. Bis der noch bei der Ausweiche vielleicht angekommen ist. So, und jetzt starten wir den. Ich hoffe, der fängt jetzt in Gütersloh an. Da müssen wir auch wieder gucken, ne? Warte auf freie Strecke. Wer hat denn hier keine freie Strecke? Ist der das? Ah, wahrscheinlich, weil der nämlich nicht nach Gütersloh als erstes fährt, ne? So sieht's aus, oder? Ja. Okay. Knapp daneben. Wartet auf freie Strecke. Ah, da ist noch einer. Aber jetzt fährt er schon. Jetzt ist der andere gleich schon hier, ne? Ja, so sieht's aus. Ah, klappt aber, glaube ich, noch, dass er ein bisschen eher da ist wie der andere. Er hat hier 55 Fahrgäste mit. Also ist das schon mal eine Hausnummer. Und hier stehen 63. Okay, die muss er ja alle mitgenommen haben, sonst hätte er ja auch voll. Die beiden begegnen sich hier, das ist okay so. Das sieht erstmal gut aus. Weiterfahren. Schneller da. Doch, er ist da. Da ist auch eine Ausweiche, passt also erstmal. Er fährt jetzt noch nicht da rein, okay. So, jetzt gucken wir hier nochmal. 55 nimmt da, gibt da ab, aber nicht alle wahrscheinlich, weil ja ein paar durchfahren. Aber es sind noch 53 unterwegs. Die fahren jetzt alle rüber. Lass mal schneller laufen. Der muss jetzt gerade ein bisschen warten. Okay, er ist jetzt bei der Burg, dann sind es noch 46. Und da sind sie jetzt alle weg. Und er nimmt keinen mit, weil der andere gerade eben da war. Okay, und wie ist es bei der Burg? Das wird jetzt spannend. Auch keiner, okay. Vielleicht war es doch verkehrt, den zu nehmen. Wir werden es hier jetzt sehen, wenn er hier in zwei Brücken anhält. Aber da 41 Sonder. Also da ist was stehen geblieben. Ich glaube, das ist schon okay so. Der fährt auch immer noch plus ein hier. Das passt schon. Gut, okay. Haben wir das auch schon optimiert wieder? Gehen wir nochmal in die Haltestelle. Gütersloh hatten wir gerade. Neubrandenburg ist jetzt hier mit 112 Passagieren. Ordentlich was am Stehen. Hier kommt 21, der fährt nach Neubrandenburg. Fährt dann weiter nach Gütersloh, oder? Ja. Zwei Brücken, hier 6er nimmt er mit, die nimmt er auch noch mit. Oh, warte, da ist jetzt ein anderer angekommen gerade. Lass uns erstmal warten, bis der andere weg ist. So. Hier sind 6 und 7 sind 15. Die 4 noch dazu. 19. Oh, 29, 39, 68, 76. Okay, der reicht schon nicht, der eine Zug. Ich glaube, das war schon nicht verkehrt, dass da noch einer drauf rumfährt jetzt. Da stehen nämlich jetzt noch reichlich, wenn der weggefahren ist, weil der ist ja voll. Gut. Ach nee, warte mal. Der eine fährt ja nur bis hier, den wir eben aufgesetzt haben, ne? Genau. Da stehen jetzt noch welche. Dann lass uns den dann noch beobachten, weil der ist ja auch noch da drauf, ne? Der
Er hat aber auch schon 58 geladen und hier unten ist jetzt keiner. Sind nur zwei auf der Strecke unterwegs? Oder ist einer hier gerade noch in Richtung Köln unterwegs? Ah, da ist auch noch einer unterwegs. Aber es könnte sein, dass das gleich schon wieder so ist, dass dann noch welche stehen bleiben, weil der Zug voll ist. Ja, so sieht's aus. Hier stehen jetzt bestimmt noch reichlich. Lass uns gerade schauen. Das ist hier Neubrandenburg. Naja. Königsbrunnen, nö, 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 nö. Ja, 8, 11, 13, 14. Die sind auch bei 21, 31, 32. Der wohl nicht. Nicht. Erlangen, weiß ich jetzt nicht. Ist, glaube ich, auch übersehen, ne? Ja, aber Achim, nee, das ist nach Norden. Schwandorf ist auch nach Norden. Nee. Bei Erlangen weiß ich nicht, aber es ist trotzdem da und ich glaube, wir werden hier noch einen Zug aufsetzen für die Strecke. Und das war jetzt der zweite Gütersloher Zug, Neubrandenburg-Köln. Und jetzt gucken wir, der startet und fährt wohin als erstes? Nach Neubrandenburg. Das ist auch gut so, glaube ich. Oder? Nee, das ist nicht gut. Lass den mal nach Köln direkt fahren. Der fährt besser nach Köln, weil der fährt erst nach Neubrandenburg. Und hier, ja, der kommt gerade wieder. Ja, das ist glaube ich, schon richtig so rum. So rum ist es besser. Aber der fährt erst nach dem, aber ist nicht schlimm, oder? Nicht BRSD. Ich will immer gerne BRSD, ne? So, die fahren aber direkt hintereinander her. Ah, jetzt fährt er wieder vor. Ah, dann ist das jetzt nicht so praktikabel eigentlich, oder? Aber hier fehlt definitiv einer. Wie wir stehen denn hier? 24. Ah, das gefällt mir jetzt nicht. Wo fährt er am besten hin? Da kommt schon der nächste. Dann fahr er erst nach Neubrandenburg rein. Macht ja anders jetzt gerade keinen Sinn, glaube ich, oder? Wird sich mit der Zeit schon ergeben, dass sie einen Abstand haben, denke ich. Ja, der fährt nicht. Die nimmt er bestimmt nicht mit, weil jetzt würden erst nur die Kölner einsteigen, schätze ich mal, ne? So, der andere ist jetzt hier lang gefahren mit 0, ne? Die sind jetzt komischerweise alle hier auf der Strecke, ne? Und keiner ist jetzt hier in Gütersloh, ey. Das ist ja wieder richtig schlecht. Wenn ich den jetzt umswitche nach Gütersloh, wo steht der denn jetzt? Da. Ne, der ist schon weiter. Der steht schon da. Wartet auf den. Ja, ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Hier stehen jetzt noch 39. Einer sogar nach Gütersloh. Das heißt, der müsste jetzt voll sein, oder? Ist er auch. Okay, dann kriegt der gleich seinen ersten Fahrgast wahrscheinlich. Und da sind 13 sogar. Aber doof ist, dass der jetzt hier auch schon steht. Der dieser hier wahrscheinlich ist. Und wie viel kriegt der da? Obwohl, waren auch schon wieder 8 da, ne? Und wie viel kriegt der? Der ist ja jetzt ganz frisch angekommen. Da sind jetzt dreimal welche da gewesen. Und der hat auch noch mal 3 gekriegt sogar. Okay, also passiert hier einiges, ne? Er kommt mit 51 an, okay. Ich glaube, das war jetzt nicht verkehrt, da noch einen draufzusetzen. Auch da. Da stehen noch 80, die jetzt alle hier weiter wollen. Wie viele sind denn jetzt hier drauf auf der Strecke? Einer, zwei. Wie viele stehen hier? Da ist ja gerade abgefahren worden. 10er. Die sind wahrscheinlich auch übergeblieben dann. Pass auf hier, der ist voll, oder? Nee, nur 3 drinnen. Da passt aber was nicht. Oder sind jetzt danach angekommen?
Wieso stehen hier 10 nach Gütersloh? Ne, 3 nach Gütersloh, nicht 10. Ja, kann dann sein, ne? Hier stehen 12 Passagiere. 7 nach Königsbrunn sogar. Der hat ja die 51 hier mit. Und hier stehen jetzt 80. 81 sogar. 37 davon sogar bis zum letzten Stück. Sogar 39, weil hier noch die Bushaltestelle angefahren wird. Respekt. Wird werden, denke ich, oder? Kurzer Blick hier, wenn wir schon in der Ecke sind, nach den Städtchen, ob die sich vergrößern. Hier wird schon schön gebaut, aber ja, nicht über den Rand hinaus. Kurz einmal Lüneburg gucken hier, was ist da los? Oh, da stehen 30 Passagiere. Und hier ist gar kein Zug in der Nähe, oder? Der wartet hier, der ist voll. Nein, ist er nicht. Achim, Friedrichsdorf, Schwanwillig, was? Steht auch keine Donne, ne? Nein. Und hier? Ist da nur einer drauf? Nein, hier steht der zweite, okay. Auch mit 31. Ja, okay, das ist dann zu überlegen, wie es da weitergeht, ne? Wir haben hier... Nee, ich glaube, das passt schon so mit Bad Zwischenahn, Gütersloh, Lüneburg und zur Burg. Ich bin immer dann überlegen, wenn da zwei Züge drauf sind, dann könnte einer von Lüneburg bis nach Gütersloh fahren und der andere fährt von Gütersloh bis nach Zwischenahn, ne? Aber ich glaube, das ist nicht so effektiv wie das andere, was wir gerade machen, ne? Wie sieht es denn hier weiter aus? Stehen denn da welche noch am Hafen? Bayreuth, Ettlingen, Willig, die wollen alle übers Wasser. Das ist alles gut also, da ist nichts Schlimmes. Ettlingen, ja, hier 3 nach Gütersloh, die werden jetzt gleich abgeholt. Genauso wie die nach Lüneburg und Zwischenahn und Friedrichsdorf. Mal einmal schnell flitzen, da ist der Zug nämlich. Der ist mit 19 besetzt, passt erstmal. Die wollen nach da, passt schon. Wie sieht es hier aus? 22 Passagiere. Zwei Brücken, die werden per Bus weiterfahren. Einer fährt hier nach Köln, einer, zwei nach Lüneburg und einer nach Bünde, 3er also runter. Das ist alles erschwingliche Werte. So, am Bahnhof, am Hafen standen ja genug, die hier rüber wollen, hatten wir eben schon gesagt. Wie sieht es denn in die andere Richtung aus? Sind da welche drin? Oh, voll geladen. Das heißt, hier stehen noch welche, ne? 2 Brücken, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Erlangen weiß ich nicht. Ich glaube da lang, oder? Ne, das ist Ettlingen. Weiß ich nicht, wo sie lang fahren. Bad Zwischenahn ist auch hier. Ich glaube, hier könnte noch ein Schifflein sogar mehr fahren, ne? Ist das denn voll? Muss ja voll sein, ja. Wie hieß die Linie hier? Bayreuth, 2 Brücken. Ich glaube, wir setzen da gerade noch einen drauf. Starte den mal, dass da 3er fahren. Die fahren doch auch alle plus, oder? Komm schon. 13.000 plus, okay, und der hier auch, passt also. Sollte funktionieren. Steht hier irgendwer? Nö. Da fährt diese Kutsche auch hin und her, ne? Auch voll hier. Das heißt, hier sind schon gar nicht alle zugestiegen wahrscheinlich. Da stehen noch 33. Und da stehen einige auch aufs Festland. Wie sieht es hier in Willig aus? Wittig war es, ne? Oder Willig? Willig war es. Da stehen wieder welche. Einer nach Gütersloh, 11 nach Lüneburg. Okay, wenn er jetzt hier ankommt, ist er schon voll wahrscheinlich fast, ne? Ja, sieht danach aus. 3 steigen aus, der Rest fährt wahrscheinlich komplett weiter, ja. Bis auf Bayreuth steigen sie noch aus, der Rest fährt mit der Fähre auch weiter. Da stehen jetzt nur 48, ne? Und jetzt fährt er weg. Der nach Norden war und der nach Süden war auch. Und es stehen immer noch 32. Das sind die, die alle nach Gütersloh müssen, beziehungsweise über den Hafen. Außer Willig. Die sind ja halt innerorts hier mit dem Bus unterwegs. Was dann noch eine Kutsche ist zurzeit.
Aber da stehen einige, die nicht abgeholt worden sind, ne? Wie sieht es denn hier in Bünde aus? Auch so? Ne, hier sind jetzt nicht so viele, oder? Zweibrücken, Köln. Und der Rest nicht. Ja, Bayreuth muss auch darunter, aber bleibt hier. Was machen wir mit ihm hier? 27, der hat noch Platz. Wie sieht es da hinten aus? Bayreuth, Bad Mergentheim, Bad Zwischenahn, Gütersloh, Jena. Okay, und was ist hier am Hafen? Keiner. Ettlinghafen will keiner irgendwo hinfahren. Hat er welche mit? Ja, drei nach Willensdorf, okay. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.